Willkommen von der Mobile Quest 2013 bei Logitech. Und zwar haben wir hier eigentlich unsere Ultra-Thin-Tastaturen für das iPad Mini. Vom iPad kennen wir das schon, von dem normalen. Aber jetzt haben wir es auch für das iPad Mini. Und wie ihr sehen könnt, wir können es einfach hochheben, denn das Ganze ist magnetisch hier in der Mitte, falls ihr es noch nicht kennt. Und ihr könnt das nämlich hier auch ganz einfach als Case benutzen für euer iPad. Und es hat vor allem die gleiche Alu-Oberfläche wie das iPad selbst. Und ihr könnt das entsprechend als Notebook dann hier immer mitnehmen. Und es connectet ganz einfach via Bluetooth an euer Tablet. Wir sehen können, wir haben hier Micro-USB zum Aufladen und hier ist ein kleiner An- und An-Switch bzw. An- und Aus-Switch und einen Bluetooth-Knopf zum einmaligen Verbinden. Und dann, es gibt auch die Wake-Up-Funktion. Ihr könnt es einfach hier reinsetzen und dann hält das Ganze hier wunderbar. Ihr könnt es vor allem auch so hinsetzen, aber dann funktioniert das mit den Magneten etwas weniger. Denn wie ihr sehen könnt, das fällt dann sofort ab. Das gibt es natürlich nicht nur für das schwarze Modell. Und übrigens, es geht natürlich auch auf die andere Seite, aber dann funktioniert mit den Magneten wieder etwas weniger. Vor allem, weil hier die Knöpfe dran sind, also immer nur in eine Richtung bitte verwenden. Und ja, wie gesagt, das gibt es auch natürlich für das weiße. Wie ihr hier sehen könnt, schaut genauso aus. Können wir auch hier dran machen, auch spiegelnde Oberfläche hier, aber ansonsten schaut es sehr schick aus. Auch von hier von außen metallisch und nur von innen eigentlich schön weiß. Und das Ganze kann man hier schön zumachen und entsprechend rumdrehen. Mein Name ist Balázs Gál, das war hier das brandneue Logitech iPad Mini Ultra Thin Case von der Mobile Quest 2013 für 79 Euro. Ab sofort erhältlich. Bis zum nächsten Mal.